Ich habe Post bekommen von Bontech. Und wenn du wissen willst, was in diesen Paketen drin ist, dann bleib dran. Gut und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal an, was von der Firma Bontech hier bei mir im Studio aufgeschlagen ist. Nämlich habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe fälschlicherweise in meinem Ender 3 Upgrade Video, wo ich den Ender 3 V1 Pro und den Ender 3 V2 abgegradet habe, behauptet, dass das Bontech-Klone sind. Und Bontech ist ein rechtlich geschützter Begriff und deswegen darf man den nicht verwenden im Zusammenhang mit geklonten Produkten. Und wenn man sich mal die Produkte von Bontech anschaut, dann weiß man auch warum. Die fühlen sich nämlich ein gutes Stück besser an, die sind auch ein gutes Stück besser. Und wenn ich mal rüber so Richtung Ender 3 schmeiße, dann kriege ich echt fast einen Heulkrampf, denn der Klon hat bis jetzt noch nicht wirklich was Gutes zustande gebracht. Ich bin kurz davor, wieder den Original-Extruder drauf zu packen, weil der bis jetzt besser gefunktioniert hat als der geklonte Bontech-Extruder bzw. der Dual-Gear-Extruder, so habe ich es dann umbenannt. Die Jungs haben mich angeschrieben per E-Mail und haben gesagt, hey, pass auf, das ist ein rechtlich geschützter Begriff, bitte verwendet das nicht. Ich habe natürlich direkt gesagt, oh, sorry, das wusste ich nicht. Habe es direkt rausgenommen und geändert und die haben gesagt, wenn du unbedingt mit Bontech arbeiten willst, dann sag's doch einfach, ja, wir schicken dir was zu, dann kannst du mal ein Projekt realisieren, schick uns doch mal eine Liste an Projekten, die du in Zukunft machen möchtest. Gesagt, getan, ich habe denen meine Projektliste rübergeschickt und die haben sich eins ausgesucht und mir ein Upgrade dafür geschickt und ich habe noch mal ein bisschen was oben drauf bestellt. Und kleiner Teaser, am Ende des Videos gibt es für euch noch was zu gewinnen, beziehungsweise für alle Patreonen zu gewinnen. Und damit würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ich schau mal gerade. Ja, direkt beim ersten Griff das richtige Paket gegriffen. Ich schnapp mir mal mein schönes Victorinox-Messer mit Nussbaum. Ups, da fällt noch was runter. Mit Nussbaumschal. Und mach das mal hier auf. Und halte das mal so ein bisschen in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist ein Prusa Mini IFS. Wo steht es drauf? IFS-Extruder für den Prusa Mini und den Prusa Mini Plus. Was heißt das Ganze? Nun, erst einmal, und warum braucht man das Ganze? Ihr seht schon, das ist ziemlich kompakt. Das sieht so aus wie der Original-Extruder fast schon. Nur der Original-Extruder ist halt aus ABS gedruckt oder PLA gedruckt oder PETG. Ich weiß es nicht ganz genau. Ist jetzt halt ein Original-Bontech-Extruder. Und das Spannende ist einfach, dass man hier oben im Gehäuse noch Platz hat, um den Filamentsensor unterzubringen. Das kann man nämlich im Originalgehäuse, ich schaue gerade da runter auf den Drucker, das kann man da nämlich nicht, da ist nämlich kein Platz dafür vorgesehen und deswegen hat man damit Probleme. Ich stelle hier noch mal ein bisschen so dahin, damit ihr den sehen könnt, damit ihr auch entsprechend das Ganze hoffentlich so schön sehen könnt wie ich. Man hat also entsprechend draußen noch mal so eine Art Plinte am Hängen, wo dann der Extruder entsprechend nochmal extra ist. Das heißt also, hier ist schon mal einiges kompakter und man kann den ganzen Rattenschwanz, der draußen rumhängt und nervt, kann man sich entsprechend sparen. Das heißt, weniger bewegliche Teile, das heißt weniger Fehler und ich finde es umso besser, weil wenn man das Ding transportiert, kann ruckzuck mal ein Kabel kaputt gehen oder was auch immer. Ich packe die zwei Teile mal zur Seite oder die drei Teile, das da kommt gleich nochmal dazu. Ich war schon mal so dreist, ich habe schon mal reingespickt, ja. Schauen wir doch mal das hier an. Das ist, jetzt Trommelwirbel, ein Mini After LGX Lite Upgrade Kit for Voron Zero. Ist ein ellenlanger Name, aber was bedeutet das Ganze? Nun, erstmal ein Sticker. Den Sticker müsste es eigentlich, glaube ich, ja doch, da ist er rausgefallen. Ha. Den gibt es auch hier bei dem Prusa Mini Extruder. Ich lege die mal hier vorne hin. Die kriegen dann die nächsten Patreonen, die den Kanal abonnieren oder den Kanal unterstützen, kriegen die Sticker einfach mal so nebenbei einfach mal mit ins Paket gepackt. Hier habe ich noch ein paar mehr Sticker stehen. Also den, wo ist er? Zeig's mal ganz kurz. Ein bisschen schamlose Eigenwerbung muss auch sein. Einmal den normalen MakerBot Sticker. Na, stell scharf. Na, ja, den normalen MakerBot Sticker bekommt man dann. Man bekommt den holographischen Sticker. Ja, der sieht auch schon ziemlich cool aus. Und noch ein paar andere Sticker. Schlüsselanhänger gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Das ist auch unterwegs einer mit der Post verloren gegangen. Abani, es tut mir wirklich, wirklich sehr leid. Ich weiß nicht, wo das Paket hin ist. Du warst einer der ersten Unterstützer. Deswegen habe ich es auch direkt am Anfang losgeschickt. Wenn es nicht angekommen ist, bekommst du ein neues. Ich packe dir was Neues zusammen. Und da ich keine Schlüsselanhänger mehr habe und das Filament von der Dose nicht mehr habe, kriegst du einfach
meinen Schlüsselanhänger und die Dose kriegst du, die STL-Dateien, die kriegst du sowieso noch die Tage. Und dann hoffe ich, es ist okay, wenn du dich selbst druckst. Dann schicke ich dir die nächste Woche nochmal raus mit den anderen Unterstützern nochmal. Und dann ist das, kommt das hoffentlich an. Ja, ich weiß es nicht ganz genau, aber du kriegst auf jeden Fall nochmal ein Paket. Das ist kein Thema, weil das nicht angekommen ist. Gut, packen wir das zur Seite und dann schauen wir uns mal den Extruder an. Ja, ich nehme den gleich mal raus, keine Sorge. Das ist jetzt der fertige Extruder mit allem Pipapo, glaube ich, wenn ich richtig lege. Genau, mit ein paar Square Nuts und einer kleinen PTFE-Tube. Und dann nehmen wir den mal raus. Da ist dann hinten schon direkt der LDU-Motor montiert, der Pancake-Motor in rund. Ja, mega geil. Das ist ein 1,8 Grad, 36 mm Pancake-Stepper-Motor von LDU. Und jetzt habe ich mir mal den Spaß erlaubt und habe mal hier, wenn das Mikrofon da, Lavalier-Mikrofon, da endlich mal abgehen würde von dem Kabel. So. Schaut euch den Größenvergleich mal an. So sieht man es, glaube ich, am besten. Schaut euch mal den Größenvergleich an. Das ist der Pocket Watch von Voron und das ist der LDU. Klar, mittlerweile gibt es einen neueren Extruder bestimmt. Ich habe jetzt noch die ganz erste Variante gedruckt für den Drucker, weil ich es unbedingt in den Druckerfarben halten wollte. Also hellblau und pink. Aber mal ganz ehrlich, der Größenfaktor zwischen den zwei ist schon echt enorm. Auch der Gewichtsfaktor, der ist ein gutes Stück leichter, würde ich mal behaupten. Ich müsste jetzt noch mal eine Waage holen, müsste sie wiegen. Vielleicht mache ich das im Nachgang, aber es fühlt sich auf jeden Fall leichter und wertiger an. Ja? Hier oben hat man noch mal den Switch, damit man entsprechend das Filament rausnehmen kann. Also es ist alles sehr wertig, es ist alles im Sintering-Verfahren gemacht. Sieht alles sehr kompakt, hochwertig aus und fühlt sich auch mega gut an. Das ist der Grund, warum das Zeug ein bisschen mehr kostet als ein Klon. Viel mehr kostet es auch nicht. Ja? Also wenn ich mir gucke, dass so ein Klon-Extruder 30 Euro kostet und so ein Original-Extruder irgendwas um die 50 bis 70 Euro, ganz ehrlich, dann lasse ich die Klone links liegen, weil, wie gesagt, die Klone, die ich da habe, die bringen einfach nichts. Ja, also den vom Ender 3V2 bin ich kurz wieder davor, den abzumontieren und dafür halt entsprechend ein Original-Bontec mir zu bestellen. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Stopp, ich stelle den nochmal da so neben dran, nehme das da mal darüber und stell das mal da so rüber. Dass ihr auch seht, was da alles drin war. Dann haben wir noch ein zweites Paket drin. So. Und da ist natürlich wieder ein Bontec-Sticker drin. Das heißt also, drei Patreonen kriegen jetzt so einen Bontec-Sticker. Jede Menge Abdeckung, noch weitere Teile. Anleitung dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Da gibt es eine Online-Anleitung, ähnlich wie bei Prusa. Da sind also alle Schrauben, alle Bauteile, die ihr braucht, um das Ganze aufzubauen, sind mit dabei. Und dann auch im Sintering-Verfahren gedruckt, diese wunderschönen grauen Bauteile. Ja. Sind echt gut gelungen und sind echt super leicht. Also, boah, sind wirklich leicht. Im Vergleich zum Original-Extruder, den Teilen, die ich da bisher gedruckt habe, gar kein Vergleich. Hier ist nochmal das Mount für den Motor. Da kommt der Motor quasi hier hinten so dran. Und dann wird das Ganze, fragt mich noch nicht wie, muss ich mir erstmal angucken, wie das Ganze gemountet wird. Werden wir uns nochmal im separaten Video anschauen. Das ist jetzt nur mal ein dediziertes Unboxing plus noch was extra. Das erzähle ich gleich nochmal was dazu. Den packen wir mal darüber. Und das habe ich jetzt in der Hinsicht von Bontec, nicht von LDO, von Bontec entsprechend zur Verfügung gestellt bekommen. Die waren so nett, die Herren. Und jetzt kommen wir noch mal hier zu dieser kleinen Tüte hier vorne. Ihr seht schon, hier habe ich noch ein bisschen Zubehör vom Druckkopf selbst. Und hier habe ich noch mal ein wenig was noch in das Hotend rein muss. Und zwar die Hotend-Halterung, der Adapter selbst. Das ist für den Lüfter 30-30-10, den ich jetzt für den Zero habe. Der hat mich extra gefragt, welche Größe vom Lüfter hast du. Ja? Gibt es ja unterschiedliche Größen, die über die Zeit entsprechend benutzt worden sind. Welche Größe vom Lüfter hast du? Welches Hotend benutzt du? Und hat mir dann entsprechend nochmal netterweise einen Adapter mit reingepackt in das Paket. Ja, fand ich sehr nett von ihm. Und da kommt quasi das Hotend dran, dass das dann auch ordentlich im Druckkopf dann montiert werden kann. Ist ein sehr schönes Paket, muss ich echt sagen. Und ich freue mich drauf, den Mini abzugraden. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren.
wenn ihr das Upgrade vom Voron Zero, das wird eines der nächsten Videos sein, wo wir dann entsprechend erstmal den Druckkopf vom Voron Zero hier komplett fertig bauen mit dem Extruder. Und dann gibt es nochmal ein Video, wo wir dann alles zusammenbauen. Der steht auch hinten schon so gut wie fertig. Hier muss nur noch die Elektronik rein und der Druckkopf drauf. Der Druckkopf, da habe ich jetzt auf die Lüfter gewartet, die ich entsprechend passend zur Adapterplatte nochmal mitbestellt habe. Und dann werden wir den Drucker endlich zusammenbauen und die Elektronik anschließen und dann läuft auch hoffentlich alles. Ich habe auch mittlerweile noch ein Teil, was wir gegen gedruckte Teile austauschen werden, nicht für den Extruder, nicht für den Pocket Watch, da haben wir ja jetzt was, sondern für die Druckplatte, die Halterung für die Druckplatte. Da habe ich nämlich mittlerweile von vielen mitbekommen, dass es da zu Problemen kommen kann, also dass dort entsprechend das Ganze dann langsam aus sich ADB gemacht, je höher man entsprechend von der Temperatur geht, also wenn man Materialien wie PETG, ABS oder ASA druckt, dass dann mit den gedruckten Teilen die Halterung so langsam aus sich nach vorne neigt und man da nicht richtig leveln kann. Das habe ich jetzt schon von mehreren gehört und deswegen habe ich mir dann gleich bei der Sammelbestellung in der Community natürlich dann auch die Halterung aus Metall mitbestellt, aus dem pulverbeschichteten Metall. Das war damals noch recht aufwendig, man hat lange warten müssen und mittlerweile kriegt man die Dinger recht günstig. Ich packe euch auch mal dazu ein paar Links unten in die Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir nochmal zu den zwei Paketen hier. Ja, ich mache die mal gerade hier mal auf. Und da ist jetzt was drin. Den Sticker hier bei dem einen Paket lasse ich mal mit drin. Den kriegt derjenige, der das entsprechend gewinnt. Nämlich, ich werde hier nochmal einen Extruder samt LDO-Motor, also im Prinzip dieses komplette Paket hier, nochmal in zwei Einzelteilen entsprechend verlosen. Aber, und jetzt haltet euch fest, das mache ich jetzt nicht einfach, weil ich ein guter Mensch bin, sondern einfach nur unter den Patreonen, weil die Patreonen den Kanal unterstützen und ich sage, okay, ich möchte ihnen ein klein bisschen was zurückgeben. Das heißt also, alle Patreonen, die mittlerweile entsprechend den Kanal unterstützen, haben die Möglichkeit, eines dieser Teile zu gewinnen. Und die Verlosung wird, ich sag mal, Ende September wird die stattfinden. Ja, also, dass noch mal ein bisschen Zeit ins Land geht. Denn ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Ihr müsst natürlich auch ein bisschen was vorbereiten. Denn so einfach gebe ich das nicht her. Ich verlose das nicht unter den ganzen Patreonen, die wir haben. Einfach so diesen Extruder hier. Sondern ihr müsst ein bisschen was leisten. Ihr müsst sagen, okay, hier ist mein Voron. Ich möchte den upgraden, weil. Und das möchte ich von euch in einer E-Mail an contact@mekorama.de. Dort müsst ihr mir dann auch euren Patreon-Username nennen. Und natürlich ein Foto von eurem Voron Zero schicken und mir begründen, warum ihr das Ganze dann entsprechend haben wollt. Und dann wird Ende September in irgendeinem der nächsten Videos, also wird dann der Gewinner bekannt gegeben. Das soll es erstmal gewesen sein. Das war ein schönes kleines Unboxing von ein paar schönen Sachen, auf die ich mich freue. Wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Wenn ihr das Gewinnspiel nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und abonniert natürlich auf Patreon. In diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.